Aber was ist so dieses, was ist so dieses, dieses Urmännliche? Mir kommt immer, wenn ich wieder darüber spreche, kommt mir eigentlich immer wieder das Bild von dem Löwenzahn. Der Löwenzahn, der sich letztendlich ja durch eine Teerdecke gräbt oder durch eine Teerdecke durchstoßt. Ja. Wenn wir uns rein den Prozess anschauen, dieses Durchdringen der Teerdecke ist, glaube ich, einfach so ein männliches Prinzip. Zu sagen, okay, der Löwenzahn hat in sich eigentlich diese, eigentlich können wir wieder sagen, Seelenfeuer oder eigentlich diese Information, okay, ich bin Löwenzahn und da oben ist die Sonne und ich will blühen und ich habe einfach den Impuls, da jetzt durchzustoßen. Also diese Klarheit, okay, ich gehe da jetzt, der Löwenzahn braucht mit Sicherheit eine gewisse Wutenergie, eine gewisse Aggression, um die Teerdecke zu zerstören. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man dann einfach mal so in eine männliche Energie reingeht und sagt, okay, ja, dieses Projekt ist mir jetzt wichtig. Ich möchte das und das in die Welt bringen. Ich möchte das machen, so wie du das ja jetzt gerade mit deinem Kongress machst, wo man ja dann auch diese Energie braucht. Okay, jetzt sind da halt mal Hürden, es sind Widerstände, es ist irgendwie neues Terrain und da muss ich halt jetzt mal diese Potenz aufbringen und die Durchhaltefähigkeit und die Stärke, da durchzugehen. Genau.